Hello, ich habe die absoluten Neuheiten aus der Drogerie geshoppt. Die liegen jetzt alle vor mir. Und Leute, es war so schwer, die zu bekommen. Wir waren zum Teil in bis zu 6 Drogeriemärkten, um alles zusammen zu bekommen, was momentan eben so als Neuheit viral geht auf Social Media. Und ich bin sehr gespannt, diese Sachen jetzt hier mal zu testen. Und da ist direkt schon so ein Fussel. Also wirklich, die Drogerie entwickelt sich ganz, ganz krass weiter, was dekorative Kosmetik angeht, was ich sehr toll finde. Vor allem, ich bin ja schon ein älteres Semester. Ich weiß noch ganz genau, als ich so angefangen habe, mich zu schminken mit 14. Das ist jetzt auch schon fast 14 Jahre her. Da gab es wirklich nur so 2, 3 Foundation-Farben und das war alles, was es da gab. Und von den Produkten hat man definitiv Hautunreinheiten bekommen. Und jetzt sieht das Ganze anders aus. Ich will aber auch wirklich nicht so viel quatschen. Wir fangen einfach direkt mal an, oder? Das erste Produkt ist dieses hier. Das hier ist ein Face-Filter. Vom Prinzip her soll es eine sehr leichte Deckkraft haben. Es ist eine Art Foundation, aber auch nicht so ganz. Es ist, glaube ich, der Fachbegriff ist Face Fluid. Ja, ein Face Fluid mit einer Sheer Coverage. Also eher so eine durchscheinende Deckkraft. Kann man allein tragen oder mit Make-up verwenden. Und das Produkt soll eben einen Weichzeichner-Effekt haben. Also wenn man das auf seine Haut aufträgt, dann soll das halt wie mit einem Magic-Filter drauf aussehen. Das ist eben neu in der Drogerie, denn ne, generell, ihr wisst, weichgezeichnete Haut oder allgemein perfekte Haut. Trend 2024. Beziehungsweise war es auch schon die letzten Jahre und wird sich anscheinend auch durchsetzen, weil clean Haut ist so das, wonach einfach sehr viele streben. Fun Fact, all diese Produkte waren einfach so heftig verklebt. Ich weiß nicht, wovor diese Leute in den Drogerien Angst haben. Wird da so viel geklaut? Ich glaube, da war auch nochmal so ein Sicherungsteil drauf, dass man es eben nicht so gut klauen kann. Oder haben die Leute auch Angst, dass man diese Deckel klaut? Also wer in der Drogerie arbeitet, sagt mir Bescheid, warum ihr eure Produkte so heftig sichert in letzter Zeit. Es wird immer krasser. Auf jeden Fall, ich habe jetzt hier schon gefühlt 17 Mal gepumpt. Hier kommt nichts raus. Was ist denn hier los? Jetzt. Oh. Okay, Konsistenz ist auf jeden Fall schon mal fester, als ich gedacht hätte. Der Geruch ist so wild. Es fühlt sich super nass an, das aufzutragen. Und irgendwie braucht man auch relativ viel. Oh mein Gott, Leute, der Geruch. Warum redet da irgendwie niemand drüber? Ich habe das Produkt schon häufiger auf Social Media gesehen, aber niemand hat über den Geruch gesprochen. Der ist nicht gut. Irgendwie riecht der so ein bisschen nach Auto. Ich komme mal näher und dann könnt ihr mal schauen, ob ihr einen Unterschied seht. Ob ihr den Look von dem Produkt wirklich als magischen Filter bezeichnen würdet, das lasse ich euch jetzt in den Kommentaren entscheiden. Aber Freunde, der Geruch, darüber solltet ihr Bescheid wissen. Weiter geht es jetzt mit diesem Produkt hier. Und zwar auch neu in der Drogerie. Das hier ist ein Contouring-Stift. Ein cremiger Bronzer in Stickform. Er soll sehr leicht zu verblenden sein und durch seine Form sehr praktisch. So, das war das Produkt, bei dem es irgendwie am schwierigsten war, da ranzukommen, weil es überall schon ausverkauft war. Generell, ne, ihr wisst, so Neuheiten sind halt einfach immer schnell weg. Und eine Freundin von mir hat das in der Drogerie entdeckt, denn sie wollte es sich selber holen, hat mir dann direkt ein Foto geschickt nach Motto, oh Gott, das ist hier, soll ich dir auch eins mitbringen? Und ich war dann so natürlich, ja, mach das. Und sie hat mir aber schon ihr Feedback zu dem Produkt gegeben. Sie hat gesagt, dass sie diese Stickform mega unpraktisch finde. Und ich kann es auch voll nachvollziehen. Also man hat eigentlich nur 2 Möglichkeiten, das Produkt aufzutragen. Entweder, warum kommt da gar keine Farbe ab? Okay, also entweder man macht so diesen Move, also setzt das Produkt an und dreht es einmal, weil einfach nur so durchziehen wäre zu viel Produkt. Oder man verwendet es auf Kante. Und zieht sich dann so einen Strich. Ich glaube, ich finde das Drehen besser. Allerdings geht das Drehen natürlich auch nicht an allen Stellen, wie zum Beispiel der Nase nicht. Hier muss man dann die Kante nehmen, aber mit, da habe ich mich dann auch schon direkt vermalt. Oh nein. Okay, also nichts gegen dieses Produkt, aber irgendwie wackelt und klappert alles daran. Das ist schon wild. So, dann verblenden wir das Ganze mal. Es lässt sich schon gut verblenden. Fun Fact, diese Stelle vergesse ich immer wegzuwischen. Ich bin schon richtig oft rumgelaufen mit unverblendeter Kontur an dieser Stelle. Schauen wir mal, ob man es auch gut aufbauen kann. Ja, schon. Okay, alles klar verblendet und so sieht dann jetzt erstmal meine Haut aus. Generell, ihr merkt es auch schon an der Art der Produkte, die hier die ganze Zeit als Neuheiten in die Drogerie einziehen. Alles hat irgendwie mit der perfekten Haut zu tun etc. Aber das Ding ist, wenn ihr wirklich eine flawless Haut habt mit einem Filtereffekt, dann bringen euch nicht Make-up-Produkte etwas, die ihr obendrauf auftragt auf eure Haut, sondern ihr braucht dafür wirklich eine gute und clevere Skincare-Routine. Wenn ihr diesen clean Look haben möchtet, dann braucht ihr auch eine clean Haut und keine Magic Filter Foundation. Denn solche glowy Produkte tragen auf Hautuneinheiten sogar fast eher dazu bei, dass Hautuneinheiten noch mehr betont werden. Und Leute, ich weiß es selber, eine clean Haut zu haben, das ist wirklich schwer hinzubekommen. Ihr braucht dafür einmal Skincare-Produkte, die wirklich auf euch und eure Hautbedürfnisse angepasst sind. Ihr braucht dafür einen Behandlungsplan und ihr braucht dafür auch ärztliche Unterstützung, bis ihr eben euer Ziel erreicht habt. Und glaubt mir, beim Thema Skincare
gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel, was ihr vielleicht auch selber bei euch optimieren könnt. Und eine Sache, die ich euch auch schon auf Instagram öfter empfohlen habe, ist das Prinzip von Formal Skin, weil ich das einfach sehr, sehr schlau finde und einfach perfekt für dieses Ziel gemacht. Falls ihr das gar nicht kennt, also euer Hautanliegen wird im ersten Schritt analysiert und ihr bekommt eine Diagnose. Und ihr erhaltet daraufhin einen Behandlungsplan sowie ärztliche Unterstützung, bis ihr eben euer Ziel erreicht habt. Das Prinzip ist schon wirklich durchdacht. Und was mir persönlich auch immer super wichtig ist und bestimmt auch einigen von euch, ihr erhaltet eine zeit- und ortsunabhängige Online-Betreuung. Und wirklich für jeden Hauttypen ist bei Formal Skin etwas dabei. So sieht ein Behandlungsset übrigens aus, wenn es dann bei euch ankommt. Das ist jetzt hier meine neueste Lieferung. Das besteht dann immer aus 3 Produkten. Das in der Mitte, was ich hier so ein bisschen zuhalte, weil da steht mein Name drauf. Das hier ist eben die persönliche Formel. Dann habt ihr hier noch eine Pflege und ihr habt hier noch eine Reinigung. Und ich sage euch das Ganze natürlich auch nicht gerade ohne Grund, denn ich habe gerade auch wieder einen aktuellen Code. Der lautet xletterskin und da bekommt ihr 40% Rabatt auf den ersten und den zweiten Behandlungsmonat. Und Formal Skin liefert innerhalb von Deutschland und der Schweiz, weil das auch immer sehr viele Fragen. Und ich packe euch einen Link in die Infobox. Darüber könnt ihr nämlich jetzt direkt auch schon eure Hautanalyse starten und dann könnt ihr euch das Ganze einfach mal anschauen. Und ja, personalisierte Skincare-Produkte zu Hause zu haben, das ist schon was sehr, sehr Feines. Dieses Produkt hier war auch eins, das wir richtig jagen mussten. Und zwar ist es so ein Liquid Blush. Den habt ihr vielleicht auch schon öfter auf Social Media gesehen. Bin da jetzt auch mal sehr gespannt, den zu testen. Ich habe ihn leider nur noch in dieser Farbe hier bekommen. Ich liebe den Moment, wenn ich das Produkt zum ersten Mal hochdrücke und der weiße Schwamm danach nicht mehr weiß ist. Wir machen es mal. Ich wollte gerade sagen, wir machen es mal gemeinsam und dann war schon vorbei. Ich trage einfach mal auf. Oh, das war, glaube ich, zu viel. Naja. Schauen wir mal. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich eigentlich eine andere Farbe haben wollte. Aber dass der einzige Blush war, der noch erhältlich war und davon dann auch nur noch ein Produkt im Regal stand. Ich habe euch ja vorhin schon erzählt, dass die ganzen Produkte irgendwie so heftig zugeklebt waren, weil, keine Ahnung, Leute anscheinend Deckel klauen oder weiß ich nicht was. Und wenn man den ganzen Kleber abmacht, dann sind ja trotzdem noch so Klebereste an dem Produkt. Und darin verfängt sich die ganze Zeit so heftig Schmutz und auch Katzenhaare und alles. Es ist wirklich wild und es sieht absolut nicht gut aus. Produkt gefällt mir. Wir können weitermachen. Ich trage jetzt mal was auf die Lippen auf, weil meine Lippen fühlen sich richtig komisch an. Ich mag das Gefühl gar nicht. Und zwar ist das ein Multi-Reflective Lip Gloss. Der soll einen sehr schimmernd glänzenden Effekt haben. Die Grundfarbe ist Silber. Kann man gut alleine verwenden oder als Topper. Und das Besondere, er ist nicht klebrig, sondern sehr angenehm auf der Haut und hat eben so einen leicht holographischen Glanz. Okay, tragen wir mal auf. Irgendwie haben alle Produkte ein sehr... Oh, okay. Kennt ihr noch diese Perlschimmer Lippenpflegestifte von damals? So sieht der aus. Leute, ich komme mal gerade näher. Was soll das denn sein? Trägt man das so heutzutage? Ich finde jetzt nicht, dass mir das steht. Bin ich zu negativ in diesem Video? Nein, oder? Ist es nicht für mich. Ich meine, wir haben 2024. Niemand mehr sollte Produkte kaufen, die einfach nur in der Ecke verrotten. Deswegen ist es halt auch einfach wichtig, dass sie performen. Deswegen zum Beispiel macht es eben auch Sinn, nicht 795 Skincare-Produkte zu kaufen, bis man endlich mal welche gefunden hat, die wirklich für die eigenen Bedürfnisse passen. Sondern der Lipgloss, den ich kaufe, der soll zum Beispiel auch genauso sein, wie ich ihn gerne hätte. Und irgendwie ist der mir ein bisschen zu extrem. Der gibt mir Astronauten-Vibes. Okay, weiter geht es jetzt damit. Das hier ist ein Multichrome Eyeshadow Topper. Aber bevor wir den jetzt auftragen, widmen wir uns einem anderen Produkt, das man vorher benutzen soll und danach besser Lidschatten auftragen zu können. Und zwar ist das so ein Kosmetik-Tape. Und Leute, ich weiß nicht, was diese Brand sich dabei gedacht hat, aber... Einen Moment bitte. Wo waren wir stehen geblieben? Mein Telefon hat geklingelt. Aber ich glaube, ich wollte erstmal... Boah, ist die... Nasty, ekelhaft. Moment, hat ich jetzt überhaupt erzählt, was das für ein Produkt ist, das ich gerade teste? Ah, das hier ist ein Magic Tape, also ein kleines Klebeband, das man zum Beispiel sich ans Auge kleben kann, um den Lidschatten präziser auftragen zu können. Und ich trage jetzt mal meinen Lidschatten auf. Auf der einen Seite verwende ich das Tape, auf der anderen Seite nicht. Das Klebeband ist einfach nur weiß und dann steht die ganze Zeit das Branding drauf. Finde ich jetzt optisch echt nicht so schön, muss ich sagen. Ich finde es ein bisschen komisch, dass das Logo so oft so präsenter drauf ist, weil ich persönlich einfach nicht so Bock drauf habe, wenn ich in mein Gesicht gucke, die ganze Zeit dieses Markenlogo dazu lesen. Aber ja, ich habe jetzt schon auf der einen Seite die Schatten aufgetragen, was ich schon mal sagen kann. Es geht halt super fix, weil man muss auf gar nichts achten. Man packt es einfach nur so drauf, während ich jetzt hier auf der Seite ohne Klebeband mich viel mehr darauf fokussieren muss, es gleichmäßig so ein bisschen hoch zu blenden. Und dann werde ich auch noch mal ein bisschen mit Foundation arbeiten, um eine schärfere Kante hinzubekommen. Also wie ihr merkt, so alles in allem einfach... braucht länger. Der Moment ist gekommen.
Okay, ich komme mal näher. Das hier ist die Seite, die ich jetzt einfach so selber geschminkt habe mit meinem Pinsel. Und das hier ist die Seite mit dem Klebeband. Das Klebeband hat ein bisschen was von meiner Foundation abgetragen, beziehungsweise von dem magischen Filter. Deswegen müsste ich da jetzt nochmal drüber blenden. Aber wie ihr seht, ein Pinselstrich und das ist dann auch schon nicht mehr so kantig. Das hier sieht halt schon am Ende des Tages cleaner aus, ne? Ich persönlich hätte ja gern so ein Tape, das in so einer Art Tesafilmrolle ist. Das heißt, ich kann es ziehen, dann rechts schon so abreißen, weil jetzt muss ich ja quasi jedes Mal eine Schere dafür herholen. Oder kann man das so gut mit der Hand zerreißen? Ja, kann man auch gut mit der Hand zerreißen. Okay, ich nehme meine Kritik wieder zurück. Aber ich finde es trotzdem nicht cool, dass dann einfach 795 Mal ein Markenlogo in meinem Gesicht ist gefühlt. So, dann verwenden wir jetzt den Eyeshadow Topper, den... Das Licht stört mich. Den hatte ich ja vorhin schon mal kurz rausgeholt. So sieht der aus. Auch neu in der Drogerie. Und das ist ein Multichrome Eyeshadow Topper. Wo ist mein Handy? Dann kann ich euch auch genauer sagen, was das Produkt verspricht. Soll mehrfarbig sein. Eine selbsttrocknende, leicht kühlende Textur. Für atemberaubende Looks. Dann tragen wir das mal auf. Ich bin irgendwie aufgeregt. Ich gehe da lieber mit dem Pinsel rein. So sieht das jetzt erstmal aus. Ich habe Angst, dass wenn ich mit dem Finger reingehe, das dann überall ist. So, ich habe jetzt mal hier so eine kleine feste Maus. Die Konsistenz ist so Jelly. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre trockener. Oh, she pretty. Oh mein Gott. Ja, das ist mal eine Drogerie-Neuheit. Boah, ich hoffe so hart, dass ich das nachher nicht in meinem Auge hängen habe. Mit Produkt, ohne Produkt. Voll der Hingucker, oder? Das macht einen riesigen Unterschied. Die Textur von dem Produkt ist so komisch zu beschreiben. Die kann ich euch auch nicht zeigen, weil das ist so übel schwer einzufangen. Es ist tatsächlich viel flüssiger, als ich gedacht hätte. Es ist schon kühlend. Es ist krass, aber ich werde es auf jeden Fall verwenden. Das ist nicht so ein Produkt wie der Lipgloss, der bei mir auf dem Schminktisch wahrscheinlich einstauben wird, sondern... Das ist mal wirklich eine Neuheit, bei der es sich lohnt, sich die zuzulegen, wenn man irgendwie Bock hat auf mal was anderes und so einen Hingucker. Weil das ist schon einzigartig, finde ich. Frage ist nur echt, wann ich das mal trage. Da bin ich sehr gespannt drauf, wann ich das mal im Alltag wählen würde. Plus, ich finde auch in der Kamera sieht das ein bisschen ungleich aufgetragen aus, was ich gar nicht verstehe. Weil so im Spiegel kommt es mir echt ganz gut vor. Ich trage nochmal gerade ein bisschen nach. Schon... Schick, oder? Welches Augen-Make-up findet ihr interessanter? Das oder das? Schreibt es mir in die Kommentare. Und ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Sonntag und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tatsächlich schon nächsten Sonntag. Bis dann. Tschüss.